Hallo Leute, heute schauen wir uns das neue Video von Ein Holzkopf an und das heißt Filme, die ich nie geguckt habe. Ich bin sehr gespannt, was ich geguckt hat. Wird wahrscheinlich ein Hot Take werden. Lass mal hoch da, let's go rein da. Ich habe noch nie Star Wars oder Harry Potter geguckt. Ja, die größten Filmreihen. Und ey. Also Star Wars ist nicht so schlimm für mich jetzt, aber Harry Potter? Ah, Nachholbedarf auf jeden Fall. Aber gut, ich kann mir gut vorstellen, wenn man jetzt damit aufwächst, also wenn man damals aufgewachsen ist, findet man es halt gut. Wenn man jetzt das neu schaut, kann ich mir gut vorstellen, dass man es ein bisschen komisch findet, weil halt viel auch alt ist, ne, die Filme. Bald soll die neue Serie rauskommen, vielleicht gibt es ein paar neue Fans dann wieder, die nichts mit dem Alten anfangen können. Und Star Wars generell ist auch nicht so für mich jetzt persönlich krasser Fandom. Also wenn jemand sagt zu mir, er hat kein Star Wars gesehen, dann bin ich auch nicht so, was? Mich ja so, ja, okay. Holst halt nach oder nicht, so nicht so wichtig. Dagegen finde ich Dune, was rauskam, was ich im Kino gesehen habe, jetzt viel, viel besser als Star Wars, muss ich ganz ehrlich sagen, bisher. Also Dune hat mich mega abgeholt, die beiden Filme bisher. Zeit vor allem am meisten. Ich kann das erklären, okay? Denn ich habe eigentlich ziemlich viele Filme geguckt. Besonders das, was halt for free im Fernseher lief. Wir hatten damals nämlich noch ziemlich lange so einen alten Röhrenfernseher. Und es lief da. Ja, das hatte ich auch noch. Kann immer so schön mit der Hand dran anfassen, hat es so gebritzelt, so, ja. Manchmal irgendein geiler Film um 20:15 Uhr, die ich mir immer reingezogen habe. Und da kam sicher so einiges an Filmen zusammen. Dort war es aber auch immer ein Riesen-Gamble, was man rausbekommt. Sowas wie Star Ja. Wars. Und immer die Zeitschriften noch immer lesen, das ist auch so ein Ding, ne? Die Fernsehzeitschriften gucken, was wie viel Uhr läuft und zu wissen, was man dann schauen kann. Boah, wenn mal nichts lief, hat man dann sich bei der Videothek den Film ausgeliehen. Das waren so wilde Zeiten, wirklich. Und Harry Potter konnten sich Sender wahrscheinlich nur selten leisten. Dafür gab es dann aber. Harry Potter lief meistens so um Weihnachten rum, meine ich. Also habe ich in Erinnerung, dass es da mal lief, glaube ich. Irgendwas mit Till Schweiger. Wow, yeah! Mir war aber auch egal, was lief. Till Schweiger, Matthias Schweiger, überzeugt er. Oh Mann, ey. Denn kleiner Holzi hatte eh keinen Geschmack. Ich fand selbst die Avatar-Realverfilmung damals voll gut, obwohl er zu den meist gehassten Filmen zählt. Und Nee, also mir hat er nicht gefallen. Also ich fand vielleicht, ja, also Umsetzung nicht schlecht, aber ich fand das Casting so furchtbar irgendwie, welche Leute genommen wurden, so hat gar nicht gepasst, hat meine komplette Welt zerstört. ich glaube, es lief sogar auch. Und vor allem auch, dass sie halt so viele Leute für einen kleinen Stein benutzt haben, um Erz zu bändigen. Also das ist natürlich auch die einzige eine Szene, die mich so was hat ausrasten und das Feuer nicht erschaffen. Und gut, es gab noch viel mehr Punkte, die mich aufgeregt haben. Bei Star Wars Teil 4, aber ich kann mich an nichts erinnern. Denn ich musste wahrscheinlich irgendwann mittendrin ins Bett. Bei manchen Filmen konnte ich aber doch länger wach bleiben. Denn ab und zu saß ich so mit meinen Eltern auf der Couch und es war schon 22 Uhr. Oh. Lange nach meiner Bettzeit. Aber es lief ein Film und wir waren alle nur auf den Film konzentriert. Puh. Bis dann irgendwann zwischendurch die Werbung kam. Und. Ja, genau, ich erinnere mich. Ab einem gewissen Punkt war es dann auch quasi egal, wo meine Eltern gesagt haben, ich glaube, wenn man älter wird, ne? Wenn man älter wird, dann so, oh, kannst du gucken, wann du willst. Dann gab es manchmal früher diese Werbungen, diese schlimmen Werbungen oder Warnungen bei Filmen, wenn dann so ein Film Werbung kam, so, Achtung, dieser Film ist ab 16 Jahren. Wisst ihr noch, dieser Kamerafahrt mit dieser grauen 3D-Zahl, die reingeflogen ist? Wenn man dann sich so umgeguckt hat und so, hoffentlich kriegen es Eltern nicht mit, dass ich noch nicht 16 war oder noch nicht 18. So, was ist los? Das weiß ich auch noch genau. Und ich dann einfach nur noch da gesessen habe. Ganz unauffällig. So, dass ich ja nicht bemerkt. Warum bist du noch wach? Ich durfte mir auch nie in diesen Schuhläden diese Filme da reinziehen. Aber es ist so spannend. Ich kann mich aber erinnern, dass ich alle Shrek-Teile da. Also ich glaube, das mit den Filmen ist nur da, weil man nicht im Schuhladen chillen will, sondern nach Hause will wieder. Das ist, wie nicht angucken durfte. Also ich glaube, weil die Filme so krass zerstörend waren oder zu anspruchsvoll, glaube ich jetzt nicht, dass das der Grund war. Das geschaut habe, weil es im Spielbereich von so einem Einkaufszentrum bei mir dauerhaft lief. Und diese Filmreihe ist so in meinem Kindheitsunterbewusstsein verankert. Vielleicht bin ich deswegen grün. Nee, also, oh, stimmt. Das ist einfach Shrek. Aber nee, Shrek war auch nicht, also war auch cool zu sehen, aber war nicht so krass in meinem Kopf drin. Das bei mir auf jeden Fall nicht, nee. Da gab es andere Sachen. SpongeBob. SpongeBob hat sich irgendwie bei mir eingebrannt, definitiv. Irgendwann haben wir dann geupgradet. Vom Röhrenfernseher zu einem modernen Fernseher. Und das. Ja, aber guck mal, wie sein moderner Fernseher aussah. Als wir noch modernen Fernseher geholt haben, war der auch schon teuer, aber der war immer noch so dick. Flachbildfernseher war er dann so dick. Und dann so auch einen Rand gehabt vom Fernseher. So, also, das war noch wirklich. Das war auch so heftig. Das ist schon mega modern, was er hier hat hier. Oha. Das war so eine unnötige Investition. Also damit meine ich nicht die bessere Größe oder Auflösung. Das war geil. Boah, honiggeil. Oh, ich weiß noch, da wir damals, wenn wir uns neues Fernsehen geholt haben, dann haben wir uns HD-Fernsehen geholt. Das wäre auch so wild.
Hast du extra so einen Kasten bekommen an PC, dass du HD-Fernsehen schauen konntest? Extra so einen Kasten kaufen musst du dafür. Das weiß ich auch noch. Aber unser Fernseher konnte noch 3D. Damals Oha. war 3D so im Hype. Also mit 3D-Brille und extra 3D-Modus. Ja, gut, aber 3D-Brille auf so einem kleinen Bildschirm im Wohnzimmer, weiß ich nicht, ob das so viel 3D gebracht hat, oder? Hat einer von euch einen 3D-Fernseher? Könnt ihr mal in die Beschreibung irgendwie in die Beschreibung schreiben? In die Kommentare schreiben, ob ihr gute Erfahrungen habt mit 3D-Fernsehen, ob ihr es wirklich gemacht habt, ob mal so was gebracht hat. Aber es war erstens unnötig anstrengend fürs Auge und zweitens waren die wenigsten Filme oder Serien überhaupt 3D-kompatibel. Besonders kein Fernsehsender. Das Feature haben wir. Was meine Oma hatte in ihrem Fernseher, sie hatte so einen 3D-Effekt drin, in ihrem Fernseher, wo du keine Brille brauchtest, der automatisch Filme und sowas übersetzt hat ins 3D. Das fand ich ziemlich stark. War so nicht ganz krass 3D, aber es war schon so ein bisschen 3D. Und der Film hat, jeden Film, den du drauf geschaut hast, wurde so ein bisschen ins 3D übersetzt. Das fand ich irgendwie richtig heftig. Wirklich nur für ein paar Filme benutzt und seitdem nie wieder. Aber einer solcher Filmreihen damals war Kung Fu Panda. Und ich glaube, das ist immer Ja, da fehlt jetzt der vierte Teil noch, ne? Da kommt ja auch bald was raus. Nur noch einer meiner Lieblingsfilmreihen. I mean, es war funny, die Bösewichte waren verdammt cool und die Fights waren zu episch. Guckt euch das Feuer an. Holy! Es war auch eines der wenigen Filme, die wir überhaupt als DVD hatten. Deswegen habe ich diese Reihe auch viel zu oft geschaut. Damals war für mich auch neue Filme mit meinen Eltern kaufen voll das besondere Ereignis. Und Ja, okay, nee, das hatten wir nicht. Wir haben wieder immer Filme ausgeliehen, ganz viele. Und die natürlich dann gar nicht dann natürlich in den VHS-Recorder oder im PC dann kopiert oder sowas. Das haben wir nicht gemacht. So Sachen, das ist ja auch verboten, das soll man nicht machen. Das haben wir dann nicht gemacht. Deswegen haben wir es einmal geguckt und dann zurückgegeben, ja. ich wollte auch nie fragen, denn Filme kaufen fand ich echt teuer. Fernsehen ist Ja. wenigstens kostenlos. Genauso wie diesen Kanal zu abonnieren. Und wenn du mal drüber nachdenkst, du hast früher so, oder du zahlst heute immer noch 13 Euro für so einen Film und aktuell kannst du ja auch 13 Euro im Monat zahlen für ein Abo, wo du alle Filme gucken kannst pro Monat. Also es ist schon, was sich verändert in der Zeit, schon krass. Filme auszuleihen, habe ich aber mit meiner Familie auch nie gemacht. Ich wusste früher lange gar nicht mal, dass das überhaupt eine Option ist. Ich glaube, Doch. heutzutage ist es auch wirklich keine Option mehr. Aber Nee. Aber früher sehr oft sehr viel gemacht, ja. Damals habe ich es dann entdeckt, als ich in der Mittelstufe mit Freunden von mir Filmmarathons gemacht habe. Also wir haben an manchen Tagen. Oh, mich würde auch mal interessieren, was mit der Videothek passiert ist, die bei mir in der Stadt damals war, wo ich mal hingefahren bin, manchmal auch nachts. Aber wenn ich mal so ein Date hatte, so ein Filmabend, immer hingefahren, DVD oder was ausgeliehen, das war auch so wild. Muss ja noch gewesen sein, genau, ich bin im eigenen Auto auch schon gefahren. Das musste rum. Es gab scheinbar das noch den Laden, als ich 18 war. Oh Gott, vor 12 Jahren. Da gab es, glaube ich, das noch, ja. komplette Filmreihen am Stück durchgeschaut. Und ich habe da so viele Filme nachgeholt, bis. Aber vor 12 Jahren ergibt es Sinn? Ja, gibt's denn okay. Zu dem Zeitpunkt hatte ich von den super bekannten Filmreihen eigentlich nur Kung Fu Panda und ein paar Marvel-Filme geschaut. Aber zusammen als Gruppe haben wir dann zum Beispiel an einem Abend alle Herr der Ringe-Teile geschaut. Boah. Wann anders hatten wir auch die unendlich vielen Fast. Nee, okay, das nicht. Aber Herr der Ringe Abend hatte ich auch schon bei mir. Das war auch wild. Währenddessen noch eingeschlafen und sowas. Und Star Wars Abend auch gemacht. Und wir wollten am nächsten Tag noch in die Schule gehen. Das war auch so komplett dumme Idee. Furious-Teile geguckt. Oder wir haben auch Fluch der Karibik geguckt. Kultur, die viele von den anderen schon kannten. Aber für mich war alles neu. Und ja, Star Wars oder Harry Potter haben wir nicht geschaut. Ich glaube, meine Freunde mochten die nicht. Aber es ging auch eh nicht nur ums Filme schauen. Denn das war auch so immer eine echt coole Zeit. Vor allem auch, weil wir den ganzen Tag zusammen hatten. Snacks geholt haben, zusammen etwas gekocht haben. Ja, das haben wir letztens auch wieder gemacht. Wir machen immer so einen Trash-Filmabend. Wir gucken keine richtig guten Filme, wir gucken halt richtig schlechte Filme. Letztes Mal waren es halt richtig, richtig schlechte Filme. Die haben halt nicht zusammen ausgesucht, das war ein Geschenk. Deswegen, ja. Aber wir machen das wieder öfter jetzt und freue mich auch wieder drauf. Wird bestimmt wieder richtig cool. Also mehr oder weniger. Und zwischendurch immer etwas richtig Lustiges passiert ist. Am Ende waren wir auch immer so müde. Denn so Fast and Furious hatte zu dem Zeitpunkt 7 Filme. 7! Die. Ich verstehe auch nicht, wie man die gucken kann. Ich habe den ersten gesehen, den zweiten glaube ich auch, meinem Vater, weil wir dann den dritten ins Kino gehen wollten. Irgendwas war da. Ja. Aber das war.
Ist halt nur Autos und Explosionen, ne? Ist halt gar nicht meins. Wir alle hintereinander geguckt haben. Das sind 821 Minuten, also vom Tag fast 14 Stunden, die wir nur mit Filme gucken verbracht haben. Noch ohne all den anderen Kram. Also, wie ihr euch denken könnt. Vor allem, ich hatte mein Trash-Abend hier in meinem Zimmer, aber das Bett als Couch umfunktioniert. Problem war halt, scheinbar war für dann die Couch so unbequem, dass die übelst Rückenschmerzen bekommen haben. Ich muss, glaube ich, die Couch. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir vielleicht hier den Schrank wegmache, der hier ist. Ich habe ihn sehen könnt hier, das ist ein Schrank. Dass ich den wegmache und da einfach dann so ein Klappbett rein, dass das quasi zum Bett wird und ich das Bett so hochklappen kann. Und dann hier so eine Couch hinstellen kann. Und dann, wenn ich schlafe, schiebe ich die Couch halt einfach zur Seite und dann das Bett wieder runter, wisst ihr, was ich meine? Und dann habe ich mehr Platz und auch eine Couch. Wäre eigentlich voll praktisch so. Ich überlegen, aber die kostet auch so viel Geld, irgendwie 1000 Euro für so einen Bettschrank. Will ich das, ist die Frage. Jetzt habe ich ja demnächst genug erstmal Geld für meine Haare, aber jo. War wach zu bleiben da wirklich eine Challenge. Bei Fluch der Karibik waren es auch 10 Stunden an Filmen und ich weiß, ich war zwar wach, also meine Augen waren noch irgendwie offen und ich habe hingeschaut, aber wirklich mitbekommen, was passiert ist, habe ich gar nicht. Eine schöne Zeit war es trotzdem. Komisch war es nur dann aber, als danach ein neuer Fluch der Karibik Film rausgekommen ist, Salazars Rache. Und wir alle ins Kino. Hab ich noch gesehen, der war, glaube ich, ganz cool wieder. Weil da ging es so ein bisschen die Geschichte von ihm. Ist nicht auch der neueste, wo die, so die Johnny Depps-Reihe fertig erzählt wird, auch mit Keira Knightley und dem Orlando Bloom und sowas, die Story auch? Mit Will? Ich glaube schon, dass das der Film war, der ist alles fertig erzählt. Weil der fand ich wieder cool dann, ja. Kino gegangen sind. Weil da saß ich dann 2 Stunden und hab gefühlt als einziger irgendwie nichts gecheckt. Obwohl wir alle paar Tage vorher erst noch alle anderen Teile geschaut haben. Oh, wer davon ist jetzt Saraza? Ich mag Saraza. Kino aber eigentlich. Wenn man einen geilen Film hat, ist es schon einfach die wahre Experience, es auf einer riesigen Leinwand zu genießen und sich vom Surround Sound zuballern zu lassen. Ja, ich bin ja immer genauso habe ich mich gefühlt, als ich Dune geguckt habe, den ersten Teil. Da war ich komplett schockiert von der Lautstärke. Und zweitens wusste ich dann schon mehr Bescheid. Gerne mit Freunden oder mit meinem Bruder hin, um die neuesten Marvel-Filme zu schauen. Auch wenn ich an der Snackkasse noch mein ganzes Erspartes und mein Erstgeborenes gebe. Oh. Kuscheltier-Werbung, sehr gut eingebaut. Ich bin kein Snacktyp fürs Kino. Ich esse da nie was, weil ich mich lenke das immer ab, wenn ich während einem Film irgendwas esse und dann kaut mein Mund so laut und dann kann ich mich nicht konzentrieren auf den Film. Da bin ich immer raus. Um ein mittleres Popcorn-Menü zu bekommen. Und eine riesige Frechheit bei Kinos ist auch, dass erstmal eine halbe Stunde Werbung läuft, bevor der Film überhaupt anfängt. Was soll? Nö, also die Werbung finde ich mal ganz geil. Wenn so Trailer gezeigt werden von Filmen, die mag ich eigentlich immer. Also, außer man ist so in so Dorfkinos, dann ist immer, es gibt so ganz schreckliche Dorfwerbung, so irgendwie Fliesenfranz. Und dann gibt es so ganz hässliche Bilder, so eine Slideshow mit so ultra nicht auflösenden Bildern. Bilders, die wollen doch, dass ich zu spät komme. Denn dann sitze ich da und esse während der Werbung schon mein ganzes Popcorn leer. Einfach weil diese Kinotrailer manchmal genauso spannend sind wie ein richtiger Film. Hey, das ist meine Lieblingswerbung. Ja, siehst du, ist doch geil. Finde ich auch gut. Hat es wirklich jetzt die Werbung reingebaut? Ich glaube, es kommt Werbung jetzt. Was ist es? Der beste Laptop für Creator. Der MSI Prestige 16 AI Studio. Schnell weg hier! Oh nein, wir sind schon seit Stunden hinter uns. Wie ist dein Akku nicht leer? Diese Werbung ist voll gut eingebaut, mag ich. Prestige 16 AI Studio hat mit Hilfe von KI bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit. Kein Problem also. KI optimiert. Wie wollen wir sie loswerden? Zum Glück kann ich am Prestige easy Effekte erzeugen. Denn fürs kreative Arbeiten ist das so ein Biest. Dank dem Prozessor Intel... Oh, ich hätte 4 Arme bekommen. Da war das der Laptop, der die Arme bekommen hat, scheinbar, ja. Core Ultra 9 und der Nvidia GeForce RTX 40 Grafik. Jetzt noch ein Glow drauf und zack. Yes! Krass. Starke Performance. Hohe Sicherheit. Die Natur kann echt schön sein. Das stimmt. Starker Umweltbildschirm. Wenn ihr... Das wird so werden, so wie wir sein in der Zukunft mit Klimawandel und so, alles brennt und wir noch Bilder angucken, wie es früher mal aussah. Nach AI-optimierten Produktivitätslaptops sucht, hat die Prestige-Serie eine große Auswahl an Modellen. Nicht im Kino, aber über den Link in der Videobeschreibung. Und dann beginnt... Auch hier unten wieder so geil, ne? Diese Texte beim letzten Screen. Hier aber dieser lateinische Standardtext. Lorem ipsum dolor sit amet. Ja, dieser typische, den überall, dieser random Lateintext, der keinen Sinn ergibt, ja. Den Link in der Videobeschreibung. Und dann beginnt erst der richtige Film. Ich war zwar in letzter Zeit nicht so auf dem Kino, aber ein so krasser Film, den... Ich war jetzt nur in Dune im Kino, Dune 2. Da bin ich extra 2 Stunden mit Freunden
nach Leonberg gefahren, um im größten IMAX der Welt hinzugucken. Hat sich aber auch rentiert, ja. Ich letztens im Kino geschaut habe, war Spider-Man Across the Spider-Verse. Der Artstyle und die Musik waren so gut. Ich glaube, den würde ich auch voll gerne im Kino sehen, aber ich habe dazu jetzt auch Videos gemacht, weil ich ihn halt erst danach geguckt habe, als der schon online war. Ja. Ich war so drin. Ich hatte auch echt lange Avatar, den weltweit erfolgreichsten Film, nicht geschaut. Obwohl es schon ewig die Nummer 1 ist. Also der mit den blauen Menschen. Bis irgendwann der zweite Teil rauskam und Freunde mich spontan gefragt haben, ob wir ihn gleich zusammenschauen wollen. Aber ich hatte den ersten noch nicht geguckt. Also hatte ich noch schnell im Internet den ersten Teil in dreifacher Geschwindigkeit geschaut. Ja, und genau. Bin dann super knapp, aber rechtzeitig direkt danach ins Kino für den zweiten Teil. Unterschiedlicher hätte die Film-Experience nicht sein können. Ja, um es aber klarzustellen, normalerweise schaue ich Filme sonst wirklich nie in höherer Geschwindigkeit. Ich finde es wild, dass man teilweise wirklich bei Netflix so einstellen kann, dass das in schnellerer Geschwindigkeit abgespielt wird. So, wenn du hast so wenig wie heißt das, Aufmerksamkeit, dass du den normalen Film normaler Schnelligkeit anschauen könntest. Ich kann das nicht. Klar, Sprachnachrichten von Freunden, die euch super schnell, super gerne super schnell an, weil manchmal halt die halt dann so ewig labern und dann reden sie drumherum oder haben halt so eine langsame Redegeschwindigkeit. Aber wenn ich zum Beispiel Sprachnachrichten verschicke, dann sind die immer so schnell, die kannst du nicht schnell abspielen, weil das ist ja schon schnell bei mir dann meistens, ja. Das fühlt sich so falsch an. Aber generell, Filme online jederzeit schauen zu können, ist so ein Gamechanger, seitdem es Streamingdienste gibt. Und meine Freunde und ich haben das auch bemerkt, nachdem wir unsere Filmnächte gemacht haben. Dann müssen wir nicht mehr zerkratzte DVDs ausleihen gehen. Also haben wir unser Taschengeld in der 8. Klasse zusammengelegt und angefangen, uns einen Netflix-Account zu teilen. Den Yo, nee, so weit haben wir nicht gedacht. Gut, ich habe immer noch einen Netflix-Account von meiner Mutter und es geht irgendwie immer noch. Die wohnt auf Hawaii und irgendwie geht es immer noch. Scheinbar ist es eine Lücke, Leute. Wenn ihr einen Netflix-Account teilen wollt, muss einfach euer Freunde oder Familienteile auf Hawaii wohnen. Dann könnt ihr Netflix noch weiterhin teilen. Wenn wir alle jeden Monat bezahlen. Also in der Theorie. Denn ratet mal, wer den Netflix-Account damals erstellt hat und wem Netflix jeden Monat das Geld abbucht. Ja. Mir. Das heißt, ich musste alle paar Monate den anderen hinterherrennen und nochmal nachfragen, ob sie mir ihren Anteil nachzahlen können. Funktioniert hat es aber. Und Fun Fact. Aber das geht doch irgendwann auch nicht mehr weiter, oder? Also muss ja einen Dauerauftrag einlösen, machen müssen die anderen. Oder du musst ja, wenn sie nicht zahlen, rausschmeißen. Das ist halt eine richtige Netflix-Mafia dann irgendwie so. Luigi, du hast nicht gezahlt, dann muss ich dich rausschmeißen. Diesen Netflix-Account teilen wir uns alle noch heute. Auch wenn wir alle nicht mehr auf die gleiche Schule gehen und uns quasi nie sehen. Aber sie zahlen noch. Also jetzt so jedes halbe bis ganze Jahr Abstand. Aber es läuft und ich werde nicht gescammt. Oder Jungs? Jungs? Es ist aber schwer zu sagen, wie lange der Account noch bestehen wird. Denn Netflix hat ja jetzt beschlossen, Account-Teilen zu verbieten. Also genau. Ja, schon war das auch bei mir eintrifft. Ich dachte, das wäre schon längst eingetroffen, dachte ich. Genau das, was wir jetzt schon seit Jahren tun. Ich hatte letztens schon von Netflix so eine Warnmeldung deswegen bekommen und hab dann auf Schließen geklickt. Hab ich das System gedribbelt? Also ich glaube, meine Mutter macht das vielleicht auch noch, ich weiß es nicht. Ich weiß es gar nicht, was sie gemacht hat. Die hat sie auch schon gekauft für mich und ich habe nichts gesagt, kann ja auch sein. Auch, es bleibt überall so. Denn wie ich Filme schaue, hat sie auch komplett geändert, seitdem ich Streamingdienste habe. Es ist halt praktisch während einer langen Bahnfahrt oder zum Laufen lassen. Aber auch so kommen Filme viel mehr im Alltag vor. Bei mir ständig im Laufen lassen. Wenn ich hier zum Beispiel am Arbeiten bin und nebenbei läuft irgendeine Serie oder Netflix ist auf dem Bildschirm hier. Also das wirklich die ganze Zeit. Selbst auf TikTok sehe ich manchmal dann sowas wie Part 12. Dieser Mann bekommt die Kraft, in die Zukunft zu sehen. Ja, mit Subway Surfers Gameplay direkt darunter und dem räudigsten KI-Voiceover. Also ja, ja, habe ich auch schon gesehen. Gibt's auch schon. Ich finde es teilweise auch irgendwie witzig, dass es da nicht der Film 1:1 gezeigt wird, sondern quasi eine Zusammenfassung vom Film zusammengeschnitten. Das ist auch viel Arbeit dann irgendwie auch, ne? Der sich macht. Der guckt immer sich den Film an und fasst ihn dann kurz zusammen. Zwar mit KI-Stimme, klar, aber du musst ja selbst schneiden, auch kürzen und den Text auch selbst irgendwie, also wenn das mit KI gemacht wird, würde ich gerne wissen, wie. Ganzen Film eingespeist, dann Och Mann, ist das Ding wieder runtergefallen, hier, wo mein Buch hier promotet wird. Ah.
Ich finde die auch echt spannend, wobei ich aber auch denke, Filme sind ja viel mehr als nur ein paar Storypunkte zum schnell abhaken. Ich weiß, ich könnte jederzeit sowas wie Star Wars im Internet nachholen und endlich hinter mir haben. Und vielleicht bin ich auch komisch, aber ich will dafür auch eine Atmosphäre haben, die den Filmen gerecht wird. Dass es sich... Ja, vielleicht will das dann wirklich dann genießen, dann auch das Erlebnis, ne? Das verstehe ich voll. ...besonders anfühlt und zu einem Erlebnis wird. Dieser Mann ist sein Vater. Genau so. Ich verspreche aber, ich werde Star Wars nachholen, wenn ihr mir versprecht, dieses Video zu schauen. Habe ich schon geschaut. Also brauche ich es versprechen. Deswegen hol's auf jeden Fall nach. Aber zuerst Harry Potter. Also Harry Potter ist wichtiger, meiner Ansicht, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, definitiv. Aber geil, es wird auf jeden Fall. Ich muss jetzt mal das Ding hier wieder reparieren. Ich hoffe, nichts ist kaputt gegangen.